Anfang 1953, im Operettenhaus an der Reeperbahn, hebt sich zum ersten Mal der Vorhang. Bürgermeister Brauer und Bundespräsident Heuss weihen Ende April die neue Lombardsbrücke ein, die spätere Kennedy-Brücke. Am Deutschen Turnfest nehmen Anfang August 250.000 Menschen teil. Nur eine Woche später versammeln sich wieder Hunderttausende zum Evangelischen Kirchentag. Die Bürgerschaftswahl im November führt zum Regierungswechsel. Kurt Sieveking wird neuer erster Bürgermeister. Bereits im Juni war die neue Jugendherberge auf dem Stintfang eröffnet worden. Sommerzeit in Hamburg. Hochsaison für Tramper und Rucksacktouristen. Schon Anfang der 50er Jahre machten hier Jugendliche aus allen europäischen Ländern Station. Die alte Jugendherberge am Laufgraben wurde schnell zu klein, um den jungen Reisenden ein Quartier zu bieten, die Hamburgs Sehenswürdigkeiten bestaunten. Eine neue Jugendherberge sollte her. Und die, so entschied der damalige Bürgermeister Max Brauer, sollte auf den Grundmauern der alten Seewarte auf dem Stintfang stehen. 1952 legte Jugendsenatorin Paula Karpinski den Grundstein für eine der beliebtesten Jugendherbergen Norddeutschlands. Seit Juni 1953 bleibt dieser Blick Touristen mit kleinem Geldbeutel vorbehalten. Am Stintfang herrschte ab sofort Hochbetrieb. Der Ansturm der Gäste konnte nur schwer bewältigt werden. Fast täglich war die Herberge ausgebucht. Immer mehr Jugendliche mussten sich in den Sommermonaten in leeren Turnhallen oder Schulen einen Schlafplatz suchen. Glücklich schätzen konnte sich deshalb, wer eines der 350 Betten mit schönem Hamburger Ausblick ergattern konnte. Elbblick mit Frühstück für 60 Pfennig pro Bett und Nacht. Hamburgs Herberge wurde zum Treffpunkt der Jugend aus aller Welt. Langsam geht es auch mit Hamburgs Tor zur Welt, dem Hafen, wieder aufwärts. Mit dem Wiederaufbau steigen auch die Umschlagszahlen. Hamburg, die größte Stadt der Bundesrepublik, beginnt die Schläge des Zweiten Weltkrieges zu überwinden. 1.700.000 Menschen leben hier wieder. Hamburg, der große Verkehrsknotenpunkt, das Luftkreuz des Nordens, die Hafen- und Industriestadt. Hamburg, das Tor zur Welt. Der Hafen ist wieder Hamburgs Herz. Sagen Sie, was stellen Sie sich eigentlich unter Wiederaufbau im Hafen vor? Also ich denke mir das ungefähr so. Natürlich furchtbar viele Baustellen. Trümmer werden beseitigt. Pfähle gerammt. Kaimauern werden gebaut. Fundamente für Kräne, Straßen und Lagerschuppen. Das ist so ein Kaischuppen. Und hier Gleisbau. So ist es fast überall im Hafen. Hier wird noch gebaut und unmittelbar daneben werden schon die Schiffe abgefertigt. Tja, was glauben Sie wohl, was die Schifffahrt alles braucht, damit es hier wieder wie am Schnürchen geht? Mit Schuppen und Straßen allein ist es nicht getan. Die Ausrüstung der Umschlaganlagen kommt hinzu. Land- und Schwimmkräne mit ihrer Spezialausrüstung, Elektrokarren und Gabelstapler, schwimmende und landfeste Getreideheber und so weiter und so fort. Man ist also dabei, die Kriegsschäden zu beseitigen. Denken Sie mal, allein 3.400 Wracks mussten gehoben werden. Dabei macht die Natur auch eine ganze Menge kaputt. Durch Strom und Flut und so. Sehen Sie mal da drüben. Moin! Moin, moin! Wieder Wackerbatsch! Aufbau unserer Handelsflotte geht mächtig voran. Sie müssen sich denken, dass wir 1945 keine Flotte hatten.
und dass wir heute wieder 1,5 Millionen Tonnen zählen, davon in Hamburg 55%. Ja, ich habe gehört, Hamburg beheimatet wieder über 55% der deutschen Handelsflotte. Ja, 55%, aber Sie müssen nun einmal sich vorstellen, dass wir früher 4 bis 5 Millionen Tonnen hatten und dass wir heute 55% von 1,5 Millionen Tonnen haben. Und dann sehen Sie, wie weit wir noch zurückliegen. Kennen Sie den Unterschied zwischen der kleinen Freiheit und der großen Freiheit? Oh, was Sie gleich wieder denken, nein, so meine ich das nicht. Die große Freiheit im Schiffbau nämlich. 1950 erlaubte uns die kleine Freiheit Schiffe bis zu 7200 Bruttoregistertonnen mit 12 Knoten. Und das Abkommen zwischen Bundesregierung und Alliierten vom Frühjahr 1951 brachte uns die große Freiheit. Wir dürfen wieder Schiffe jeder Größe und Geschwindigkeit bauen. Alles in allem haben die Hamburger Werften bis jetzt 160 Schiffe mit 356.000 Bruttoregistertonnen gebaut. Diese Erlaubnis, überhaupt diese ganze Entwicklung, war ein großer Erfolg für unsere Herren vom Senat. Na, na, alle Küstenländer haben damit geholfen. Und natürlich auch unsere Abgeordneten aus der Hamburger Bürgerschaft. Ja, wenn Sie so wollen, dann eigentlich wir alle. Natürlich, die ganze Bevölkerung hat dazu beigetragen. Durch ihre Arbeit und weil jeder wusste, Seefahrt tut Not. ...1954, die Hamburger Uni wird zur Volluniversität durch die neue Theologische Fakultät. Professor Helmut Thielicke wird ihr erster Dekan. Streik im August. 8 Tage lang legt ein Arbeitskampf bei den Verkehrsbetrieben sowie den Gas- und Wasserwerken die Stadt lahm. Im Herbst genehmigt der Senat die Einführung des Zahlenlottos. Viele Hamburger Lottospieler träumen jetzt von 6 Richtigen. Staatsbesuch. Der äthiopische Kaiser Haile Selassie stattet Hamburg im November einen offiziellen Besuch ab. Hamburgs Kripo-Chef ist Karl Breuer. Er hat sein Büro im damaligen Polizeipräsidium am Karl-Muck-Platz. Wir dürfen den Kripo-Chef bei seinem Feierabend beobachten. So ein Tag geht viel zu schnell rum. Vor allem deshalb, weil meistens noch so viel Arbeit nach bleibt, dass der endlich mal freie Abend auch wieder zum Teufel ist. Ich brauche Ihnen da sicherlich nicht viel zu erzählen. Ich glaube, dass es in Ihren Berufen ähnlich ist. Nun, Herr Breuer, das ist doch Ihre Ehrenurkunde vom Polizeisportverein Hamburg. Tja, da bin ich zweiter Vorsitzender. Und das ist auch nicht immer so ganz einfach. Gerade unsere Handballmannschaft hat uns in den letzten Monaten einige Sorgen gemacht. Das hier ist übrigens die entscheidende Begegnung zwischen TuS Lindford und den Hamburger Polizisten am letzten Sonntag. Tja, und 12-12. Unentschieden hieß das Ergebnis. Und damit war der Traum von der neuen deutschen Meisterschaft für dieses Jahr ausgeträumt. Wir haben die gleichen Sorgen wie in allen anderen Vereinen. Darüber hinaus, glaube ich, aber ist es auch mal ganz gut, wenn dieses Jahr mal eine andere Mannschaft den deutschen Meistertitel erringt. Sonst glauben die Leute am Ende wirklich, wir seien auf die deutsche Handballmeisterschaft abonniert. Und das ist weder für uns noch für das Publikum gut. Hamburgs Polizeipräsident Georges scheint auch nicht verzweifelt über das Ausscheiden seiner Mannschaft. Nö, warum auch? Was in diesem Jahre vorbei ist, kann im nächsten Jahre wieder werden. Unsere Jungs können endlich einmal ausspannen. Diese ewige Reiserei und daneben der Dienst als Polizist, das halten auch diese Burschen auf die Dauer nicht durch. Sehen Sie, man muss auch mal mit Anstand verlieren können. Ein bisschen süß-sauer war Ihr Lächeln ja, als ich Ihnen die Hand drückte. Aber meinen seelischen Beistand, den brauchten die bestimmt nicht. Fachzeitung und Dienstbriefe. Frau Breuer, was sagen Sie dazu? Na, wenn man 33 Jahre Polizistenfrau ist, kennt man das langsam. Und trotzdem Kriminalromane? Natürlich, gerade deswegen. Mich interessiert der Beruf. Und wenn ich das aus den Büchern mit dem aus dem Leben zusammentue, wird es nie langweilig. Psst, der Herr des Hauses wacht auf. Was ist denn nun sein Hobby? Passen Sie nur auf. Wie ich ihn kenne, geht es gleich an seine Fotos. Fotografieren in jeder Lebenslage, im Querformat und im Hochformat, farbig und schwarz-weiß. Das ist so eine Art Ausgleichssport für ihn. Na, und außerdem vergisst man nie, was man schon so alles erlebt und gesehen hat.